Der WSV startet in die Saison 2017-2018 und es ist heiß. Bei knapp 30 Grad am Sportplatz auf dem Freudenberg haben die Feldspieler und auch die Torhüter bei der Einheit einige Schweißperlen gelassen. Unter der Leitung von Trainer Stefan Vollmerhausen und Co-Trainer Chris Lien gab es gestern einen ersten Aufgalopp in die neue Spielzeit. Die rot-blaue Einheit konnte neben den arrivierten Spielern auch die Premiere der Neuzugänge in Rot und Blau anschauen. Mit der ersten Einheit war Stevie schon mal zufrieden. Den Anfang hatte er aber auch spielerfreundlich gestaltet. Ja, wir haben uns natürlich gefreut, dass es losgeht heute. Ich denke, die Temperaturen waren relativ hoch, haben viel getrunken, aber ich glaube, dass sich alle halt, wie gesagt, auf den Start gefreut haben. Es hat Spaß gemacht. Schön warm-up angefangen, kurz was im Passspiel gemacht und dann eine Turnierform. Ich denke, das ist ein Training, was jedem Spieler oder jedem Fußballer einfach Freude bringt. Freude bereitete dem Trainer auch die Rückkehr von Davide Leikauf, der gegen Ende der vergangenen Spielzeit länger ausgefallen war. Der wirkte beim obligatorischen Trainingsspiel genauso mit wie einer, der in der kommenden Spielzeit fürs Knipsen zuständig sein wird. Christopher Kramer. Ja, ich war, vor ein paar Wochen war ich schon mal hier. Da war ich dann auf Wohnungssuche und auch zum Gespräch mit Manu, mit Stefan. Und mir hat das gleich hier gefallen. Ich wohne schon seit einer Woche hier, habe mir gleich die Stadt angeschaut, bin mit der Schwebebahn schon gefahren und es ist natürlich ein bisschen was anderes. Oben bei uns weht der Wind ein bisschen mehr, deswegen muss ich mich noch ein bisschen mit der Hitze vereinbaren. Und sportlich, ich denke mal, das ist fast wie überall. Wenn man irgendwo neu ist, ist man erstmal aufgeregt. Freut sich natürlich, dass es wieder losgeht. Ich meine, ich habe jetzt 4 Wochen Pause gehabt, bei mir juckt es immer nach ein paar Tagen schon wieder. aber ich denke mal, die Jungs sind alle super drauf und ich konnte mit einigen schon Gespräche führen. Also von daher denke ich mal, ja, ich bin gut angekommen. Die Wuppertal-Integration ist also geglückt beim Neuzugang aus dem Norden. Da störte ihn auch sicherlich nicht, dass es beim Trainingsspiel ab und zu auch schon direkt ans Eingemachte ging. Seiner Spielweise kommt das eher sogar entgegen. Naja, wie man vielleicht sieht, ich bin ein bisschen mehr mit Körper dabei. Ich hasse es zu verlieren. Das kann ich überhaupt nicht und ein Spiel geht so lange, bis der Schiri abpfeift und so lange gebe ich alles.